Kapitel 7. Ben Swenson ist dead. Was? Spoiler mich doch nicht. Er ist tot. Was zum Henker? Was für ein Spoiler in der Titelüberschrift? Und es wird noch schlimmer, Augenschaft freigeschaltet. Au. Oh nein, schon wieder kaputt. Bend. Bend, aufwachen. Wir sind da. Komische Schrittgeräusch gewesen. Was ist los? Sind wir schon da? Das sagte ich doch gerade. So. Jetzt raus aus dem Auto. Wir haben ein Problem. Oggi hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten. Warum Wir laufen die sitzen auf fest, Metall? mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, 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 Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Wo zum Geier sind wir hier? Wir sind im brasilianischen Dschungel. 2 Meilen vom Indus-Kraftwerk entfernt. Ja, das weiß ich doch, aber... Meinst du wirklich, die Alge ist beim Kraftwerk? Ich bin doch auch nicht schlauer als du. Ich weiß nur, dieser schreckliche Mann hat etwas von Brasilien gesagt. Und das Kraftwerk ist Indus Zentrale in Brasilien. Wenn sie nicht hier ist, wo dann? Klingt logisch. Wann sagtest du, wird das Kraftwerk explodieren? Ungefähr eine Woche nach der Konferenz. Ja, am 27. März. Das ist heute. Sag es ruhig. Wir sind nicht nur wegen der Alge hier. Nein, wir müssen auch das Unglück verhindern. Und da lasst ihr mich so lange schlafen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gibt es Neuigkeiten von Salvador? Ja, er ist hier, beim Kraftwerk. Du hast ihn gesprochen? Nein, nur geortet. Er... Was? Ach, nichts. Machst du dir Sorgen um Salvador? Sorgen? Ja, Bent. Weißt du, was ein Prädestinationsparadoxon ist? Oh, das hat wieder was mit Zeitreisen zu tun, richtig? Ja. Ich habe Angst, dass unsere Beteiligung erst zum Unglück führen wird. Salvador will das Kraftwerk abschalten. Aber vielleicht läuft gerade deswegen erst etwas schief. Puh, dann steht Salvador finden also auch auf unserer To-Do-Liste. Ja, ganz oben. Ich will dich was anderes fragen. Wer ist der Verursacher? Wer ist Simon? Simon ist der Barkeeper. Der Barkeeper? Wir sind an einer Bar? Das ist der letzte Stopp vor dem Kraftwerk. Die Straße endet hier. Es sind doch nur noch 2 Meilen. Dann gehen wir eben zu Fuß. Nein, das ist zu gefährlich, meint auch Simon. Ich hab's schon versucht. Um Himmels Willen, keine Alleingänge. Wir finden schon einen Weg. Wie lange habe ich geschlafen? Die ganze Fahrt. Vom Heliport bis hierher. Wie ein kleines Baby. Lass das. Du bist doch nicht meine Mutter. Aber du könntest mein Urgroßvater sein. Selbst wenn, dann hätten sich meine Gene bis zu deiner Geburt so sehr verwässert, dass wir nichts mehr gemeinsam hätten. Stimmt. Ich brauche weniger Schlaf und ich schnarche nicht. Wo sind Oggi und Duwe? Sie stellen ihre eigenen Nachforschungen an. Herrje, wenn du es mir nicht verraten willst, dann finde ich es eben selbst heraus. Du findest sie in der Bar. Sag mir einfach, was ich machen soll. Und ich mache es. Du musst einen Weg finden, wie wir zum Kraftwerk kommen. Ich werde inzwischen versuchen, Salvador zu kontaktieren. Alles klar. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wie du meinst. Bis später. Hier haben wir gleich einen Tacker. Gehen wir mal mit. Und die Antenne, die können wir bestimmt auch mitnehmen. Endlich ordentliches Werkzeug. Erstmal schön looten. Ist viel leichter als gedacht. Den Jeep können wir bestimmt auch mitnehmen. Ha. Zum Glück verkaufte der Betreiber vom Heliport auch Autos. Den Hubschrauber hätte uns Indes sofort abgeschossen. Tja, dann... Hallo Simon.
Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technikerteam fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so. Ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry, ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Das verstößt bestimmt gegen die Genfer Menschenrechtskonvention. Also kein Kaffee, das ist wirklich, das ist also Kaffee ist ein Menschenrecht, das ist unmöglich, das ist diese Bedingungen ohne Kaffee. Wie soll man da überleben? Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. Das sind hier wirklich menschenunwürdigste Situationen hier. Kein Bier, kein Schnaps, kein Kaffee. Alter. Das ist. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur 2 Meilen den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie Sie heißen und ich melde Sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal. Nein. Ja, da bin ich mir sicher. Indes. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Indes sollte uns vielleicht nicht kommen hören. Oder irgendwie erfahren, dass wir unterwegs sind. Was war nochmal mit dem Boot? Was soll damit sein? Es ist kaputt. Jorge wartet auf den Mechaniker, während Benicio sich mit ihren Freunden die Zeit vertreibt. Aber wie gesagt, Sie dürfen damit eh nicht fahren. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da. Ist die Bar auch Eigentum von Indes Industries? Das ganze Tal gehört Indes. Auf dem Weg hierher müssen sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das verminte Unterholz brettern, wenn sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Okay. Okay. Was, Quick? Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Nee, gibt's auch nix. Was ist das für eine Bar? Kein Kaffee, kein Bier. Darf ich das Telefon benutzen? Klar. Wenn Sie mir das passende Kleingeld geben. Hey, das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Nicht sehr viel. Genossen. Der Genoss hat genossen. Psst. Ich und Duwe, wir haben einen Plan. Der wäre? Wir saufen den Wachmann unter den Tisch und klauen dann seine Sachen. Gentlemen. Ich glaube, der ist sehr gut. Nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran. Die sind ja beide schon besoffen. Ja. Gutes Gefühl fast nüchtern. Bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pik. Richtig. endlich. Trinken. Ich würde ja gerne. Aber ich fürchte, das Bier ist alle. Oh, ja. Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Tja, nix, du kriegst Bier besorgen.
jeden Fall. Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck, Vinicio zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Ich fürchte, ihr seid vorher am Tisch. Wie läuft der Plan? Wir haben kein Bier mehr. Aber wie steht's? Fisches Fritze fischt frische Fische. Frisches Fisch, frische Fisch. Genau so steht's. Bring uns mehr Bier. Und wir machen ihn fertig. Der macht euch fertig. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Stories aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke. Ich tu mir das nicht länger an. Ah, ja. Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mich. Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart. Läuft ständig im Laborkittel rum. Redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indis aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn. Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe. Nie gehört. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indus Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Aha, okay. Und wie ist er gestorben? Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück. Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von vier Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Sie spielen ja gar nicht. Nein, ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so, ihr habt schon genug getrunken. Die schon, aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber? Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen. Und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde.
Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Ja, vielleicht können wir von ihm den Minenplan bekommen. Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Na, so ein Mann. Guck mal, Bent. Ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Ach, nichts. So wie am Münzen. Bezahlung bitte im Voraus. Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Ja. Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen, wen. Kann ich mein Geld wieder haben? Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Okay. Das Buch mal anschauen. Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Okay, gucken wir uns hier noch um. Ein Spiegel. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Kolonialistischer Dschungelkitsch. Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Ja. Wie geschmacklos. Naja, wenigstens werfen sie ihren Müll nicht in den Wald. Aha, dahinter war ein Loch. Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Aha. Ein Schlüsselbund mit Flaschenöffner. Das spricht Bände. Entschuldigung. Viel Vergnügen. Werden wir haben. Okay, ich geh mal hier links. Was gibt's hier noch so zu sehen? Was auch immer die abhalten soll. Weg damit. Okay. Wofür das Kabel wohl ist? Keine Ahnung, was dran hängt. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Vielleicht können wir... Pah, Schwachsinn. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, das war's. Eine Schraube. Sehr schön. Feuer mit Feuer zu bekämpfen war noch... Hier können wir Stecker stecken. Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiße ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Ja. Oha.
ein Boot. Der Anblick gefällt mir nicht. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein, verschwinden Sie. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Finger weg! Schon gut, schon gut. Tja. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren. Tja. Ich sagte weg. Okay. Ich hab da wieder. Da, Sie können jetzt weiterspielen. Oh. Vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Okay. Ich tue mir das nicht länger an. Können wir noch irgendwas machen? Irgendwas müssen wir doch mit den Steckern hier machen. Ich könnte vielleicht die Schrauben mit den Münzen. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Okay. Was es hier gibt? Alles lila Herz. Es muss umgekippt sein, als ich die Schraube entfernt habe. Okay, nun. Ich kann bis zur anderen. Was hat uns das jetzt gemacht? Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Caro. Mhm. Komm, ein bisschen schummeln. Duwe. Es... Duwe, es tut mir leid. Ich war kein sehr guter Vater. Und ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben, lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Dure. Du auch. Und... Trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Tja. Was machen wir mit den Scheitern hier? Und? Welche Farbe halte ich hoch? Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Aha. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Quadrat? Rechteck? Weißt du überhaupt, wie Karten aussehen? Du trinkst. So. So wird das nix. Das ist Peak. Peak.
Jetzt müssen wir noch wissen, scheinbar der eine Stecker hier für... Das hier gesund. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Falsch. Du trink. Okay, das ist Herz. Es ist Herz. Falsch. So. Pik? Und das ist die Pik. Es ist Pik. Falsch. Das ist Herz. Es ist Herz. Richtig. Ich trinke. Es ist falsch. Verdammt. Das ist Pik. Es ist Pik. Richtig. Ich trinke. Das ist Karo. Karo war, glaube ich, hier. Und? Welche Farbe? Quadrat? Rechteck? Weißt du überhaupt? Ach Mensch. Wie sieht's aus? Was versteckt ist? Falsch. Okay, das Kreuz. Hier ist eine Schraube. Auf der anderen Seite hat... Okay, das Spiegel ist jetzt... Ah, okay, das Spiegel ist jetzt Karo. So? Was ist die Ansage? Karo. Es ist Kreuz. Falsch. Es ist falsch. Das ist Pik. Karo, Kreuz, Herz, Pik. Okay. Let the game begin. Das ist Karo. Es ist Karo. Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Der Wachmann ist jetzt... Schade. Ich wollte noch ein bisschen weiter spielen. Hat Fortuna sie verlassen? Nein, sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du das sagst. Jetzt lass doch den... Okay. Erst muss ich... Wie, Mann? Jetzt lassen. Okay. Du willst nicht lassen. Brauchen Sie einen Mechaniker? Ist er endlich da? Er hat uns den ganzen Morgen hier versauern lassen. Wenn ich den in die Finger bekomme, dann mache ich Kleinholz aus ihm. Ich sage es ihm, wenn ich ihn sehe. Okay, können wir vielleicht... Unfug. Pah, schwach. Das ist doch... Vielleicht können wir... Ich habe da eine Idee. Ich nehme das Schild, verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann, fixiere die Konstruktion mit der Mutter und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Okay. Jetzt lassen. Schraubzwinge. So ein Heckmeck. Der will es noch nicht dran lassen.
Ich würde mir das Boot gerne näher ansehen. Nur Fachpersonal darf auf das Boot. Und Sie sehen nicht aus wie Fachpersonal. Also, machen Sie sich vom Acker. Ich würde mir das... Nur... Also... Und was ist nun mal das? Tinef. Meshugge. Sehen Sie hier. Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen.